Expecto, ich erwarte erstmal nicht so viel. So war es zumindest heute vor 25 Jahren, als in Großbritannien das Buch erschien über den Jungen, der überlebte und plötzlich entdeckt, dass er ein Zauberlehrling ist. Damals war überhaupt nicht zu erwarten, dass solch ein globaler Harry Potter-Hype entstehen würde. Dass Generationen von Muggeln sich wünschen würden, lieber auf diese Schule gehen zu können als ihre eigene. Der Rest der Geschichte ist und bleibt magisch. In diesem Vierteljahrhundert hat sich das Harry Potter-Universum ausgedehnt über die ganze Welt. Ginny Rieger über ein zauberhaftes Phänomen. Hinter diesen Buchdeckeln öffnete sich vor 25 Jahren eine magische Welt. Zog Millionen Leser in Bann mit diesen ersten Worten. Mr. und Mrs. Dursley im Ligusterweg Nummer 4 waren stolz darauf, ganz und gar normal zu sein. Sehr stolz sogar. Man fängt einmal an und dann kann man nicht mehr aufhören. Also es ist ganz seltsam, also aber cool. Seltsam, aber cool. Genau so betritt 1997 ein kleiner Junge die Leserwelt. Mit runder Brille, dunklem Haar und nun ja etwas außergewöhnlichen Fähigkeiten. Harry Potter, der Zauberschüler, und füllt eine Lücke. Letztlich ist es so, dass solche Bücher immer Wünsche und Erwartungen, Träume erfüllen zu einer bestimmten Zeit. Keiner kann so richtig sagen, warum eigentlich. Ja? Aber es war zu seiner Zeit einfach ein unglaublicher Hype. Wenn auch nicht gleich zu Beginn. Von der britischen Erstausgabe wurden 1997 gerade mal 500 Exemplare gedruckt. Denn niemand war sich sicher, ob eine solch fantastische Geschichte wirklich ankommen würde. Doch spätestens ab dem vierten Band gab es kein Halten mehr. Schlangen vor den Buchläden, Harry Potter-Partys und Fanclubs. Ein Phänomen bis heute. Sehr so nach dem Außergewöhnlichen. Und es steckt natürlich eine tolle Geschichte dahinter mit der Schriftstellerin, die ja aus ärmlichen Verhältnissen kam und durch die Bücher ja sehr reich wurde. Ja, fast ein Märchen im Märchen. 7 Harry Potter-Bände hat Joan K. Rowling geschrieben, doch damit nicht genug. Es folgten die Filme. Entschuldigen Sie bitte. Und ein Millionenpublikum sieht zu, wie Harry Potter und seine Freunde sich in der Welt der Magie bewähren. Das war mega abgefahren. Für dieses Urteil danke ich vielmals, Mr. Weasley. Vielleicht wäre es von größerem Nutzen, wenn ich Sie und Mr. Potter in eine Taschenuhr verwandeln würde. Heute ist Harry Potter ein Klassiker, sind die Fans mit ihm gealtert und geben das Erlebte und Erlesene weiter an ihre Kinder oder gar Enkel, sei es als Buch, als Hut oder als Socke, jedem das, was ihn glücklich macht. Es hat, glaube ich, für ganz viele Menschen die Welt in der damaligen Zeit und in der heutigen Zeit ein wenig besser gemacht. Und das ist immer schön. Denn wie lauten die letzten Worte der Harry Potter-Reihe? Alles war gut. Zumindest in der Welt der Magie.